Moin Leute und willkommen zurück hier bei WRC 4. Und wir sind aufgestiegen in die WRC, haben uns ja auch schon unser Team ausgesucht und da geht's jetzt los. Ja, wir haben das Video auch schon gesehen. Das gab's glaube ich aber auch schon mal zu sehen. Könnt ihr euch sonst in der letzten Folge nochmal anschauen. Und wir schauen mal in unseren Rallye-Kalender. Ja, da haben wir einige Rallyes vor uns. 13 an der Zahl. Könnt ihr euch schon mal hochrechnen, das werden dann ungefähr 26 Folgen noch sein, die noch kommen werden. Und ja, Beginn tun wir mit der Rallye Monte Carlo. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Wir lassen die Einstellungen von der letzten Rallye so, wie sie sind. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, ob es jetzt schwieriger geworden ist, ob die Autos schneller sind, was es ja dann auch automatisch schwieriger macht. Wir werden zählen. Und dann fahren wir hier um den Meistertitel in der WRC. Also quasi in der Königsklasse der Rallye Championship. Das ist unser Auto. Und wir begeben uns gleich mal zum ersten Rennen. Ja, das ist gleich. Am Anfang der Saison haben wir immer so ein bisschen Schneerennen. So, Sebastian Loeb ist natürlich der favorisierte Fahrer. Und das wird unser Hauptkonkurrent sein. Die erste Etappe hat 5 Kilometer, wildes Hin und Her von den Kurven her. Und ja, vereister Asphalt ist aber nicht so schrecklich jetzt wie in zum Beispiel wie in Finnland war das, ne? Oder Schweden? Eins war Holz, ich glaube Schweden war Holz und Finnland war glaube ich Schnee. Nicht ganz so schlimm wie in Finnland, aber ist trotzdem in Ordnung. Wir werden mal gucken, ob wir hier mitsprechen können vorne. Ziel ist es natürlich hier, den Meistertitel zu holen. Ich denke mal, nach den ersten beiden Zwischenzeiten werden wir wissen, wo wir stehen. Und vereisten Pisten. So, dann geht's mal los. Hört sich gleich anders an. Oh ja, die sind ein bisschen schneller. So, da muss ich mich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Alter, das ist ja mal ein ganz anderer Schnack. So, und ich bin mal sehr gespannt, was der erste Zwischenzeit gleich zu sagen hat. Waren wir ja eigentlich bis auf die eine erste Kurve oder bis auf eine Kurve am Anfang waren wir hier richtig gut. Und damit haben wir auch schon 2,5 Sekunden, fast 3 Sekunden Vorsprung. So heftig hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Aber wir waren auch wirklich sehr gut unterwegs. So, da haben wir jetzt ein bisschen was verloren. Alter, das ist das Auto. Wir kriegen das Auto hier nicht so richtig in den Drift rein. Aber was das Ding für eine Beschleunigung hier hat auf diesen Strecken. Der Wahnsinn. Und links 5 in rechts 6. 3,3 Sekunden Vorsprung gehalten. Rechts 4 mittig halten und rechts 3 Tunnel. Rechts 8, Vorsicht. So, das hat mal richtig gerumst. Sieht man auch so ein bisschen. Rechts halten in Schikane links rechts und 60 links 3 Nadelhöhe über Brücke öffnet sich. Dann rechts. Ah, was? Da mache ich mal eine Rückblende, das kostet richtig Zeit und vor allem auch richtig Zeit beim Reparieren. Dann rechts 4, öffnet sich, links 5 und rechts 6 und 60. Links 5, in rechts 4, auf Kuppe und links 4. So, Vorsprung verkleinert sich. Ich hatte jetzt gedacht, dass wir den wieder vergrößern konnten. Also das klingt eigentlich recht ausgeglichen, weil wir sind hier wirklich gerade sehr solide unterwegs, sehr schnell, risikobereit und noch hat sich's eigentlich sehr gut ausgezahlt.
Also ich denke nicht, dass wir die den Schwierigkeitsgrad nochmal von den Fahrern erhöhen sollten. Ja, da hätten wir auch mal vorher bremsen können. Oh, und wir werden hier noch am Ende der Rallye werden wir noch Probleme bekommen, wenn das Auto weiter so kaputt geht. Das wird sich, das ist jetzt zwar erstmal noch schön schnell, aber wenn das Auto dann erstmal ein bisschen nachlässt von der Beschleunigung her, von der Haftung und alles, dann wird's teuer. Werden wir mal sehen. Oh ja, man merkt schon, der Motor, der hat schon ein bisschen was abbekommen. Und das Getriebe auch. So richtig durchschalten, vernünftig tut er auch nicht mehr. Das kostet eine Menge Zeit. Beziehungsweise kostet Vorsprung, den wir nicht weiter ausbauen können, sondern wahrscheinlich nur halten können, obwohl wir hier wirklich sehr gut fahren. So, hier nochmal eine schöne Einlage am Ende. Alter, das war nur so ein kleines Blechschild. Gut, wir haben auf jeden Fall die Etappe gewonnen mit 6,9 Sekunden Vorsprung. Das ist auf jeden Fall eine Ansage, aber das Auto hat auch ganz schön was mitbekommen. So, wir machen direkt mal die zweite Etappe und da werden wir, denke ich mal, auch die Auswirkungen dann zu spüren bekommen, wenn wir da nicht besser aufpassen. So, der Löb ist erstmal, klingt erstmal ein bisschen geschockt. So, die nächste Etappe hat 4,4 Kilometer, 100% vereister Asphalt. Und da sollten wir eigentlich auch... Das sollten wir hinkriegen. So, dann geht's los. Die Rallye Monte Carlo. Und los geht's. Und der Motor ist jetzt schon am Qualmen. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Hoffen wir, dass das Auto lange hält. Dann rechts 4, in links 3, öffnet sich 100. Da, wo wir können, natürlich Vorsprung rausfahren, weil ich habe da ein ganz mieses Gefühl, weil das Auto halt schon so beschädigt ist. Der Anfang ist natürlich schon mal richtig geil hier. So, erste Zwischenzeit. Eine halbe Sekunde Vorsprung. Wir müssen hier auf dem dunklen Streifen fahren, denn nur hier können wir vernünftig rausbeschleunigen. So, gucken wir mal. Für eine halbe Sekunde Vorsprung. Links 5, in rechts 4, dann links 5, in rechts 6 und links 4, 100. Öffnet sich. Vorsicht. A-Nadel links, nicht schneiden. Rechts 4, hinter Zaun, öffnet sich 3, lang. Links 4, hinter Posten. Aber bisher fahren wir hier 60. Sehr gut. Weiß jetzt nicht, warum wir hier verloren haben im zweiten Sektor. Vom Fahrerischen her kann das eigentlich nicht dran liegen, sondern maximal, weil das Auto vielleicht nicht mehr ganz und auf 100% ist. Was ich aber auch schon so ein bisschen vermutet hätte. Aber macht auf jeden Fall richtig Fun. Also, Leute, wenn ihr das Spiel nicht gewinnt, weil ich mache ja ein Gewinnspiel, ihr habt ja noch die Chance am Ende des Let's Plays, per Auslosung dieses Spiel zu gewinnen und ihr nehmt automatisch an der Auslosung teil, wenn ihr bei dem Part 1, bei dem allerersten Video
von diesem Let's Play könnt ihr in der Playlist sehen. Wenn ihr da einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar schreibt, dann seid ihr in der Auslosung dabei. Und wenn ihr das Spiel nicht gewinnt, Leute, kauft euch dieses Spiel. Das macht richtig Laune. Macht wirklich richtig Spaß. Sieht gut aus. Schwierigkeit ist super, kann man super einstellen, wie man möchte. Und es ist sehr realistisch und macht wirklich Laune zu fahren hier. Und 40. Links 4, in rechts 2, sehr eng, dann Haarnadel links. Oh, aufpassen. 80, öffnet sich. Rechts 4, lang, scharfe Kurve. So, 2,1 Sekunde, Vorsprung. Links 4 und Haarnadel rechts. Links 4, 40, Haarnadel links, nicht schneiden. 40. Rechts 5, in links 4, auf Kuppel und rechts 4, Ziel. Und ab durchs Ziel. Also, Vorsprung haben wir wieder ausgebaut. Aber nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Also, wir waren eigentlich schneller unterwegs, als wir Vorsprung haben. 3 Sekunden, das ist nicht viel. Das sind jetzt im Gesamten, sind es jetzt 9, also knapp 10 Sekunden. Das ist schon sehr gut. Aber wir waren eben richtig gut unterwegs. Also die Strecke, die scheint uns auch zu liegen. Das wird verdammt hart für den Löb, da ranzukommen. Jetzt werden wir das Auto natürlich erstmal ein bisschen auf Vordermann bringen. Und dann hoffentlich noch eine richtig gute dritte Etappe fahren, damit wir hier uns diese erste Rallye holen. Die Punkte brauchen wir ja. Wir wollen ja gewinnen in der WRC 1 hier. Und dafür brauchen wir natürlich die Punkte. So, im Servicepark gucken wir natürlich erstmal, was sich hier am Auto machen lässt. Oh, wow, wow, wow. Meine Herren. Ja, Karosserie ist da mal ganz egal. So. Also, Getriebe ist immer sehr wichtig. Turbo ist sehr wichtig. Motor ist sehr wichtig. 16 Minuten. Nee, das können wir nicht. Räder. Machen wir noch die Räder. Und das ist, glaube ich, das Optimum, was wir da noch rausholen können. Alles andere gibt Zeitstrafen, das können wir uns auch nicht erlauben. Deswegen machen wir so mal weiter und schonen das Auto jetzt mal so ein bisschen, damit wir vor den beiden letzten Etappen dann vielleicht im Servicepark nochmal ein bisschen Hand anlegen können. Alter, und ich habe gerade die Terrassentür offen, damit die Katzen raus können. Ich habe ja 3 Katzen hier. Und das ist gerade richtig windig. Also es ist gerade Montag. Das ist ja sowieso ein bisschen stürmisch. Ja? Ich komme ja aus der Nähe von Hamburg. Und das ist richtig windig draußen. Also schau da immer schon mal so ein bisschen links, wenn die Bäume da so heftig links und rechts ausschlagen. Meine Herren, nur mal so ein bisschen Smalltalk am Rande, weil die Ladebildschirme halt so lang sind. So, jetzt geht's aber weiter mit Etappe Nummer 3 von 6. 4,4 Kilometer hatten wir, glaube ich, eben auch. Oder an der ersten Etappe, weiß ich jetzt gar nicht. So, das heißt Ziel ungefähr 3 bis 4 Sekunden, den Vorsprung ausbauen und rechts auf geht's. Zwei, sehr eng, in links 2, öffnet sich. Wow, rechts Alter, da sind wir mal ordentlich weggerutscht. Rechts 4, in links 4, dann Haarnadel rechts, Handbremse 40 und Haarnadel links. Rechts 6, öffnet sich, links 4, Haarnadel rechts, 40 und Haarnadel links, 40, Haarnadel rechts, öffnet sich und links 5, 16, links 3, in Haarnadel rechts. So, 2 Sekunden Vorsprung und seit langem mal wieder rechts in die Wand rein. 40. Haarnadel links und Haarnadel rechts. Barriere innen. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass unser Auto hier nicht zu sehr Schaden bekommt, weil wir müssen jetzt 2 Etappen durchhalten, bevor wir wieder ran können. Und der Grip ist einfach ziemlich weg. Also ich hatte das Gefühl, dass wir bei den ersten Etappen hier ein bisschen mehr Grip hatten auf dem Asphalt. Zumindest hier auf den Schwarz, da wo jetzt noch nicht so viel Schnee drauf ist, sondern der nur so ein bisschen vereist ist. Haarnadel rechts, hinter Gebäude. Öffnet sich, 80. So, zweite Zwischenzeit, was sagt sie? Rechts 4,
2 Sekunden Vorsprung. Etwas eingebüßt, ist aber immer noch in Ordnung. Links 3, öffnet sich. 100. Rechts 2, unter Brücke, Mauer außen. Alles klar? Ja, ja. Alles gut. Also ich drücke hier richtig auf die Tube. Das ist ganz normal, dass da mal so ein paar Stellen kommen, wo wir mal gegenkommen, aber dafür sind wir irre schnell. 40, dann rechts 3, scharfe Kurve. 60, Barriere innen, dann links 3, lang, öffnet sich. 40, das war riskant. Ah, das musste jetzt nicht sein. 4 Sekunden aber. A-Nadel links. Eieiei, jetzt übertreiben wir aber so ein bisschen hier. Ach, das ist die Stelle hier. Geht's jetzt bergab, oder wie? Alter, die Bremsen sind echt nicht mehr so gut. Vielleicht liegt's auch daran, weil die haben wir nicht gemacht. Motor und Getriebe mache ich gerne, aber Bremse vernachlässige ich immer so ein bisschen. Dann aber guckt euch mal die Zwischenzeiten an, Alter. 7,5 Sekunden. Selbst wenn wir Probleme jetzt in der nächsten Etappe mit dem Auto bekommen, weil das vielleicht ein bisschen was abbekommen hat, bei dem Vorsprung kann man das schon mal hinnehmen. Vielleicht kommen wir sogar noch auf 10 Sekunden Vorsprung für die Etappe. So, ab durchs Ziel und dann schauen wir mal. Ja, wobei ganz 10 werden es wohl nicht sein. 9, irgendwas kann ich mir vorstellen. Ah doch, wow. 10,7 Sekunden Vorsprung. Nur bei dieser einen Etappe. Was ist denn da los? Herr Löb. Also das Auto scheint uns richtig zu liegen. Wir sind auch immer noch auf der Schwierigkeitsstufe 5, da wo wir auch vorher waren. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wohin das noch führt. Vielleicht hat der Löb ja, wir hatten ja auch immer gut dominiert und ab und an haben wir mal eine Etappe dann verloren. Und vielleicht kommt das hier auch noch. Wir machen auf jeden Fall dann in der nächsten Folge weiter mit dieser Etappe oder mit dieser Rallye. Und dann machen wir Etappe 4, 5, 6 und holen dann hoffentlich auch, ja, für den Vorsprung sollte es eigentlich kein Problem sein, holen wir dann auch den Titel nach Hause in dieser Rallye. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier bei WRC 4, 4 World Rally Championship und Lehrer Let's Plays. Wenn es euch gefällt, bitte einen Daumen hoch. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder da. Bis dann.